So. Piu. Piu, piu. Aber warum treffe ich denn keinen? Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer Runde Hand Showdown, die eigentlich so hier nicht gelandet wäre, wenn ich nicht von jemand Prominenten erschossen worden wäre. Und zwar von niemand Geringerem als von Fabian Siegesmund, dem alten Hand Showdown-Hasen. Also alt jetzt nicht im bösen Sinne, wäre ja Quatsch, weil er ja immerhin noch 5 Jahre jünger ist als ich. Aber ich schweife ab. Was aber wirklich die Frage ist, hat er mich wirklich erschossen oder hat der alte Senseless mal wieder nur Tomaten auf den Augen gehabt? Wir werden sehen. Bis dahin. Hier ist was drin. Ich weiß nicht, ob das Spieler sind. Ach, jetzt bewegt sich nämlich nichts mehr. Wo denn drin? In der Hütte hier. So. Hier sind Dings drin. Heilung habt ihr noch nicht gesehen, ne? Nee. Aber du kannst ja hinten die Dings nehmen, du wickelst ja, dich. Ja, mach ich auch. Ja, wenn ich die krieg, das ist das. Ja, das ist wie Emulatoren, ich brauch Hilfe. Den hab ich schon fertig. Ach, komm rein, komm rein. Nee, warte mal, raus. Schon gut. Okay. Und der Kost nicht so weit weg. Okay. Ach, da kommt er ja schon. Bin ich gerade. Nee, wer denn? Bin der Dopi. Ja, du bist auch. Du hast auch einen Punkt, Alter. Ich bin der Dopi, hat 2 Punkte, ja. Ich dachte, du hattest. Nee, du hast einen Punkt. Ich hab einen Punkt, ja. Ja, und ich sage hier zu Carsten, der vor mir rennt, nicht so weit weg. Nee, du kannst vor mir gehen. So, da habe ich dich falsch verstanden. Du kannst vorgehen. Kein Thema. Nee, nicht, dass wir hier auf Dings warten. Ich überhole euch ganz locker. Ja, lasst euch immer mal so viel aufhalten. Mist, Drecksköter. Brauche ich Medizin. Guck mal schnell hier rein. Naja, guck auf für dich. Hier ist Medizin. Ja, ist ja schön. Keine Ammo. Fühlt sich richtig. Denn? Ja, lass uns weiter. Hast du denn schon wieder so viel rumgeballert oder was? Ja, ich weiß nicht, warum Carsten seine Munition und wohin? Ich weiß es auch nicht. Ich höre ihn auch nicht schießen, aber. Ey, oh, du hast mich verletzt. Jetzt brauche ich wieder ein Medipack. Ey, ich habe einfach hinter ihm, ich habe sofort gesehen. Ich habe mich auch richtig erschrocken. Ich denke einfach, die Laterne fällt und dann boom. Ich dachte, die war aus. Nee. Ich wusste aber nicht, dass dann fast. Ich habe die einfach nur einfach Kerzen gerade nach oben geworfen. Ich habe sie sehen. Oh, ich habe mich auch erschrocken hinter mir. Achtung. Oh. Da hat man's gehört. Köter. Ja, Automat. Pass auf, Automat-Typen bei uns. Matthias. Mhm. Welche KD? Na, der hat noch, da haben mehrere auf mich geschossen. Der mich ja, aber. Ja, ich guck ja, warte. Ich hab ein KD von 1,4. Hm. Wo war. Vor dir oder neben dir? Rechts neben dir denn. Aber die sind jetzt auf meiner Leiche. Da sind sie, ja. Hm. I'm burning. 1,4 und ich habe hier keine Deckung richtig. Ja, die sind dahinter. Ja. Der eine hat Automat. Hast du eine Löschbombe, Matthias? Nee. Ach scheiße, ich riskiere es einfach. Verstecken die sich wie kleine Pimmel, ey. Ich hasse sowas rumgepimmel. Hier ist einer, hinter mit der Afto, wahrscheinlich. Idiot. Oh Mann.
Oh! Da hat mir direkt einen Kopf einer Nady gegeben. Das war Siegesmund, Alter, der mich umgeniedert hat. Das nein! Doch? YouTuber! Ja! Na warte, das zahle ich ihm heim, Alter. Welche KD hat der? Das würde mich interessieren. Eine 1,42. Okay. Habt ihr Kontakt? Okay. Nö, nö. Tötungsansicht, wohl verstanden, der Schelm, aha. Okay. Fetzt, ja, wenn er das natürlich wirklich ist, ne? Dann na, ist es ja der immer. Tod des Monats, es ist. Ja, und damit ist die Katze aus dem Sack. Es hat mich nämlich nicht der Tor des Monats erschossen, sondern das Tor des Monats, was ich in meiner überschwänglichen Freude von einer prominenten Person erschossen worden zu sein, gar nicht mitbekommen habe. Ich ließ es mir nicht nehmen, dann trotzdem nochmal bei Siggi im Stream nachzufragen. Schade. Eigentlich hätte ich ihn gerne erschossen, so, aber naja, so war es auch mal okay. Census Survivor, ja, ich heiße der Tor des Monats. Im Spiel. Also sowohl in Battlefield als auch. You deserve a medal. Also eigentlich überall, was Steam angeht. Genau. Das Tor des Monats, ja, das ist dann halt ein. You deserve Faker. A medal. Oder ein Quasi-Faker. Till hat zum nächsten Mal geresubbt. Dankeschön. Wie doof auch. Warum nennt man sich denn das Tor des Monats? Das ist überhaupt nicht lustig. Ja, yep, wo der Meister recht hat, hat er recht. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ja, schade. Hat mich geärgert. Hätte mich so gern von Siggi erschießen lassen. Vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi. Rang 67?